In diesem Video gehen wir der Frage nach, wann spricht man in der Übersetzungskritik von konstruktiver Kritik? Wir üben fast jeden Tag Kritik aus, sei es negative oder positive Kritik, seien es unsere Mitmenschen oder Kolleginnen auf der Uni. Doch wie kann ich in der Translation konstruktive Kritik ausüben? Welche Kriterien muss ich beachten und welche Modelle können mir dabei helfen? Ich bin Anna, studiere Übersetzung und Dialogdolmetschen am ITAT in Graz und bin fast jeden Tag der Kritik ausgesetzt. Unsere Professorinnen sind natürlich da, um uns ein Feedback zu geben und uns in unseren Übersetzungen auszubessern. Doch wonach richten sich die Lehrenden? Wieso verstehe ich manchmal nicht, was von mir verlangt wird, beziehungsweise, dass ich überhaupt Fehler gemacht habe? Um Übersetzungskritik zu verstehen, habe ich mir folgendes Buch näher angesehen. Lost in Translation – Auf dem Weg zu einer konstruktiven Übersetzungskritik von Reinhard Silvia. Dort habe ich mir vor allem das Modell von Katharina Reis näher angesehen, wo sie folgendes behauptet. Erstens, bei Übersetzungen von informativen Texten geht es darum, den Informationsgehalt zu erhalten. Zweitens, bei Übersetzungen von expressiven Texten soll die ästhetische Qualität des Ausgangstextes sichtbar bleiben. Und drittens, bei Übersetzungen von operativen Texten muss darauf geachtet werden, dass die außersprachliche Wirkung reproduziert wird und der Appell gewahrt wird. Außerdem betont Reis, dass es bei der Übersetzungskritik darum geht, dass die Übersetzung beurteilt wird, die angebotenen Übersetzungslösungen im Zieltext beschrieben und bewertet werden. Aber diese darf nicht rein intuitiv und subjektiv erfolgen, sondern argumentativ und intersubjektiv, um die Kritik nachvollziehbar zu machen und diese im Nachhinein intersubjektiv argumentieren zu können. Dazu braucht es ein theoretisches Fundament. Und da fällt mir schon auf, dass bei mindestens einer meiner Professoren etwas schiefgelaufen ist. Bei einigen Korrekturen hat er nämlich nur seine eigene Meinung eingebaut, was die Wortwahl betrifft. Er hat mir lauter Synonyme angeführt, die das Gleiche bedeuten, in egal welcher Hinsicht. Daraus konnte ich schließen, dass es mehr nach seinem Stil und seinem eigenen Geschmack korrigiert hat. Aber reden wir hier dann immer noch von konstruktiver Kritik? Laut Reinhard gibt es immer noch keine Einigkeit in Bezug auf die Evaluierungskriterien, um das translatorische Handeln nachvollziehen und verstehen zu können. Des Weiteren erläutert sie, dass es nur dann von konstruktiver Kritik gesprochen werden kann, wenn Fehlentwicklungen erörtert und Verbesserungsmöglichkeiten vorgeschlagen werden können. Ein weiterer Grund, warum vor allem negative Kritik im Vordergrund steht, ist, dass Translatorinnen, in unserem Fall Anna, und der Kritikerinnen, also Professorinnen, in einem Machtgefüge gefangen sind, in dem keine Gleichberechtigung herrscht. Dies kann aber durch eine Art Kooperation ersetzt werden. Meiner Meinung nach ist es in erster Linie wichtig, als Übersetzerin die bereits angeführten Punkte von Reis zu erfüllen, um demnach eine Fehlübersetzung zu verhindern. Natürlich muss meine Übersetzung auch eine gute Qualität aufweisen, welche die Professorinnen ebenfalls besser beurteilen können als ich selbst. Was ich jedoch nicht für gut heiße, ist, wenn man meinen Schreibstil verändert, denn ab da handelt es sich nicht mehr um mein eigenes Translat. Der wohl wichtigste Zweck der Translatkritik besteht darin, die Qualität von Translaten zu optimieren. Wie bereits festgestellt wurde, ist Übersetzungskritik dann nützlich, wenn sie konstruktiv ist. Eine konstruktive Herangehensweise zeichnet sich auch durch die Entbindung der Kritik in den Translationsprozess aus, denn dadurch kann den Translatoren Feedback zu ihrer Leistung gegeben werden.